Guten Tag und willkommen zurück bei Let's Play Pineview Drive. Wir sind bei Tag Nummer 4 jetzt nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem wir letztes Mal waren. Ich habe das schon ein paar Tage jetzt wieder nicht gespielt. Das ist immer furchtbar, ich weiß. Es tut mir leid. Letztes Mal ging es hier schon glorreich los. Das weiß ich noch. Ich bin hier fast 1000 Tode gestorben. Vielmehr, ich bin... ich bin 1000 Tode gestorben. Sagen wir es mal so. Jetzt ist hier eigentlich alles ganz entspannt. Ganz chillig. Chilly Milly. Wir haben noch zwei Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wofür. Und ich habe gelesen, man muss in dem Spiel echt viel hin und her laufen und viel furchtbare Musik ertragen. Und ich bin echt gespannt, was uns hier noch alles an an Schockeffekten erwartet. Das Wichtigste, was ich noch sagen wollte, ist, nach oben, warte mal. Je mehr man sich erschreckt, also das Spiel merkt angeblich mit irgendeiner Technik... Nicht die Oma, bitte nicht, nein. Ich sag dir, ich guck die an und die springt auf mich zu. Es wird auf jeden Fall noch passieren. Nee, das Spiel merkt anhand der Reaktion des Spielers, also wie ich meine Maus hin und her schleudere, merkt das Spiel, ob ich Angst habe, irgendwie. Die Tür ist verschlossen, finde den passenden Schlüssel, natürlich. Nein, das Spiel merkt es und zieht mir dafür oben die Lebensenergie ab. Das ist natürlich ganz, ganz hervorragend. Ach, hör doch auf, ey. Wehe die Oma. Wehe die Oma. Es wird geschehen. Ich sag's euch, es wird passieren. Ich guck mal hier unter der Treppe. Ist nix. Ich kratze mich an der Nase. Ich mache einfach jedes Licht an. Dann kann ja nichts passieren. Ich mache jedes Licht hier an. Erschrecke mich nicht. Vor nichts und niemandem. Wir müssen einfach nur einen Schlüssel für oben finden. Das kann ja nicht so schwer sein. Und um diesen Schlüssel zu finden, müssen wir natürlich wieder... Siehst du, jetzt haben wir weniger Lebensenergie abgezogen bekommen oder so gut wie gar keine. Weil ich mich wenig erschrocken habe. Wenn ich jetzt hier, warte mal. Bim, 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 bim. Wie viel Uhr haben wir? Ach, kurz nach 12 schon. Wenn ich jetzt warte, passiert nichts. Wenn ich jetzt die Türe öffne. Da ist auf jeden Fall was auf der Treppe, was jetzt gleich auf mich zugeschossen kommt. Deshalb gehe ich erstmal hier rein. Und hoffe... Aber wo ist dieser verdammte Schlüssel? Na komm, erschreck mich! Da unten. Das war's an der Tür. Leute, nee. Eine Fledermaus. Ich sehe sie. So, warte mal, aber davor mache ich erstmal hier. Hier kann ich doch auch. Da oben fliegt auch eine. Okay. Ich verspreche mir nicht in die Hosen zu scheißen. Und da steht ein Mädel, was gleich hier in die Tür reingeschossen kommt. Wetten?
Das war jetzt nicht so schaurig, weil man es gesehen hat. So, wir brauchen immer noch den Schlüssel, ne? Aber wahrscheinlich bleibt dann auch die Zeit stehen, wenn ich den Schlüssel nicht finde. Aber wo kann der jetzt nur wieder geblieben sein? Schlüssel! Dim, 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 dim. Hier ist keiner, nur Batterien. Und ich habe die Befürchtung, dass sich hier irgendwann die Dinge wiederholen werden. Also, dass dass sich die Schocker irgendwann wiederholen. Ich hoffe es zwar nicht. Aber es kann passieren. Aber ich denke auch, dass die Bilder noch für so einige Dinger zu haben sind. Und bei mir sowieso, weil ich Angst habe vor gruseligen Bildern, die irgendwie die Augen verändern oder auf einen zugeschossen kommen. Das ist überhaupt nicht meins. Und was ich noch nicht mag, ist, dass ich diesen Schlüssel nicht finde hier. Wo ist der Schlüssel? Batterien? Kein Schlüssel? Nur gruselige Männer und Kinder? Muss ich wirklich jetzt raus und siehst du, die Zeit ist nicht stehen geblieben, aber sie läuft langsam. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier noch suchen soll. Ich habe keinerlei Ahnung. Die Tür ist nämlich verschlossen. Diese Ahu. Und die Zeit geht weiter. Vielleicht muss ich einfach die Nächte überleben und es schaltet sich irgendwas frei. Ich guck mal hinten, ob wir da reinkommen. Hier war ja so eine Tür noch. Oder kann der auch hier draußen liegen? Kann ich mir eigentlich weniger vorstellen, aber hör auf. Mir läuft so ein kleiner Schauer den Rücken runter, weil ich Angst habe vor der Vogelscheuche. Wenn ich vor einem Ding hier Angst habe, dann vor der Vogelscheuche. Hä? Hallo. Das geht nicht und da drüben geht wahrscheinlich auch nichts. Nein. Richtig hinsetzen, ey. I don't know, Leute. I don't know. Das ist ein bisschen blöd. Wird's jetzt wieder hell? Oder bleibt die Zeit stehen? Also es ist immer noch sackdunkel, also ich glaube die Zeit... Lag nicht dein Schlüssel vor der Haustür? Oh, er gibt mir einen Tipp. Ach, der lag einfach hier jetzt...
Ach was. Danke. Wie du auch immer heißt. Genau, weil jetzt macht er nämlich Pause. Jetzt muss ich den Schlüssel wahrscheinlich... Entweder für hier... Nee. Hä? Nee, oben war noch eine abgeschlossene Tür. Aber wir sind doch oben. Bin ich total bescheuert jetzt? Bin ich total blöd? Da gehe ich nicht hin. Hier gehe ich vielleicht hin. An der Oma gehe ich ganz schnell vorbei. Tada! Licht an. Licht aus. Ein neuer, gruseliger, merkwürdiger Gang. Mit Fledermäusen. Und Schlüsseln. Aber auch mit Licht. Da kommen wir nicht rein. Aber solange das Licht hier an ist, ist alles unter Kontrolle. Hier können wir rein. Ein neuer Raum. Neuer Raum, neues Glück. Ah, hell erleuchtet. So mag ich das. Finde den passenden Schlüssel. Ich frage mich, wie groß dieses Haus noch ist. Naja. So, erstmal. Linda war sich sicher, dass einige Möbel gestern noch anders gestanden haben. Ich glaube aber, dass sie es sich nur eingebildet hat. Glaube ich nicht. Tag Nummer 5. Okay, den machen wir auch noch. Idiot, hab die Taschenlampe nach. Ja. Ich hab die Taschenlampe nachgeladen, egal. Dark Nummer 5. Was erwartet uns? Erstmal suchen wir uns eine neue Packung Taschenlampen. Taschenlampenmunition. Was? Ich wollte gerade echt Taschenlampenmunition sagen, naja. Gut, und wir nutzen schnell das Tageslicht, um die ersten Räume zu durchsuchen, aber... Der Schlüssel ist ja wo bekanntlich immer woanders. Dementsprechend habe ich jetzt keine Ahnung, wo er ist, was uns erwartet, was passiert, keine Ahnung. Die Zeit verläuft jetzt sehr schnell. Gruseliges Bild. Ist verschlossen, natürlich. Was auch sonst. Ich hätte vielleicht auch schon mal alle Lichter anmachen können. Wie ich das so oft auch eigentlich immer tue. Und ich frage mich auch, wie das gemacht ist, ob der Schlüssel erst ab einer bestimmten Uhrzeit erscheint, oder... Ist der jetzt schon da? Das frage ich mich. Hier ist nix, da ist nix. Batterien. Lal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 a. Gut, und solange das Licht an ist,
Ist ja alles okay. Alles gut. Alles gut, hier ist auch kein Schlüssel. Dann müssen wir wohl oder übel... Hier war nix. Hier machen wir erst wieder Licht. Und wenn das Spiel... Alles gut, alles gut, alles gut. Es waren nur die Schwerter. Alles gut. Die Schwerter mit einem Schlüssel. Na komm, du hör doch auf hier zu schnaufen. Alles in Ordnung. Wir müssen nur noch die passende Tür finden. Das sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Ich gehe einfach jetzt hier super schnell irgendwo rein und... Der Baum. Der Baum! Oh, da ist nix. Hier war auch nix. Da war das. Hallo? Die Oma? Die wird irgendwann unser Verhängnis sein. Ich sag's euch jetzt schon. Die wird noch für einen Schocker da sein. Ich verwette meinen Hintern, dass diese Oma uns noch den Arsch auf Grundeis setzen wird. So. Hier war... Es hört sich immer so an, als ob hier so ein Galgen irgendwo baumeln würde. Geh weg. Eine Oma! Ich weiß jetzt nicht, was das war. Hallo? Warst du das? Du verrücktes Bild? Ach, komm schon. Hier. Noch ein Schlüssel. Oh Gott, ey. Für genau die Tür nebenan, natürlich. Mit noch einem Schlüssel, meine Herren. Da liegt das Ding. Ich versuche... Okay, der passt da nicht. Was war das? Ach, was ist das da? Ein Fenster? Ach, hör doch auf jetzt! Es gab ein leichtes Gewitter. Das kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Und wie immer. Okay. Dann halt nicht. Draußen ist super Gewitter. Wow. Wir haben einen Schlüssel noch.
Die werden dieses Mal wahrscheinlich für irgendeine von den Türen hier sein. Ich mache wieder alle Lichter an. Da passt er nicht. Hier machen wir auch alles an. Das Gewitter ist natürlich echt fies und ich denke, das wird uns den Strom ausschalten. Ich wette, das Gewitter stellt uns den Strom ab heute. Und das ist echt kacke dann. Weil ohne Strom und ohne die Lichter hier wird das, glaube ich, richtig, richtig mies werden. Das wird richtig fies. Das Bild da links macht mir jetzt schon Angst. Hier war nichts. Sicher? Ja, doch, hier war nichts. Hör doch auf. Man sieht es einfach schon. Man sieht es, wie die Lichter hier rumknarzen. Und wie sie hier wahrscheinlich jeden Moment ausfallen. Und mich zum Weinen bringen. Ich muss nach oben. An der Oma vorbei wahrscheinlich. Hier hinten ging es weiter. Warte mal, ich guck mal. Genau, hier brauchen wir einen Schlüssel, den wir nicht haben. Ich glaube, wir sind hier oben total falsch jetzt. Noch eine Oma. Noch eine Tür. Und ist ein Quietschentchen. Okay, hier komme ich auch nicht rein. Auch nicht rein. Hier ist Schluss. Ich glaube, wir müssen nach draußen. Und diese eine Tür nehmen oder das Schloss öffnen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Tschüss!